So, jetzt fangen wir an, wie man einen Zweizylinder-Buchmotor die Ventile einstellt. Hier ist eine Markierung, das ist die OT, oberster Totpunkt, wo die Kolben draußen sind. Wenn ich da drehe, sieht man da, wie sie sich überschneidet. Also wenn sie sich hier überschneidet, dann kann ich auf der anderen Seite, dann sind die entspannt, die Ventile einstellen. Jetzt das Einlassventil, das obere, ist 0,5. Sieht man das? War ganz leicht durchgeht. Und das Auslass ist 0,20. Muss man einen 20er suchen. So, sieht man nicht so gut. Sieht man das irgendwie? Ist wurscht. 0,20. Jetzt gehen wir da her. Ja, so leicht durchgehen. So, jetzt drehen wir eine komplette Umdrehung. Jetzt wird es aber dann hier da überschneiden, wenn ich dann drehe mit der OD. Jetzt überschneidet er hier. Jetzt kann ich auf der anderen Seite einstellen. Und jetzt mache ich hier unten, bei 0,20 habe ich gerade. So, das ist nicht zu leicht. So schön. Und jetzt macht man oben noch mit 0,15. Und dann sind wir fertig mit den Ventilen. Das war's. Und jetzt geht es aber weiter. Bevor ich die Köpfe, also ich habe die Ventile einstelle, sollte ich einmal die Köpfe anziehen mit 2,5 Kilo, also 25 Newtonmeter. Und vorteilhaft ist, wenn Ansaugrohr und Auspuffkrümmer gelockert ist, weil sonst habe ich die Spannung auf die Köpfe und ich kann die Ventile nicht vernünftig einstellen. Und das war's eigentlich. Jetzt sind die Ventile eingestellt.